Hallo Freunde, da geht's weiter mit Zelda Link to the Past. Ihr seht, ich habe volle Energie, fast volle Energie. Ich habe 50 Bomben, 50 Pfeile. Und habe keine Ahnung, wo in Kakariko ein Teleporter war. Egal, da muss ich eh hin. Es gibt jede Menge Stuff zu erledigen, noch bevor wir in den nächsten Tempel gehen. Das will ich jetzt gerne machen. Und ich habe 0 Goldmünzen, das seht ihr auch. Eben weil ich jetzt 50 Bomben und 50 Pfeile tragen kann. Das ist noch nicht das Maximum an Pfeilen, aber dann ist mir das Geld ausgegangen. Es gibt 70 Pfeile, die ich tragen kann. Aber es gibt jetzt noch ein paar andere Sachen, die ich machen kann. Zum Beispiel, ich war schon mal hier unten drin. Ihr könnt euch sicher erinnern. Und ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Das weiß ich jetzt. Und ich weiß auch, was es dort gibt. Dort gibt es etwas, was wir in den letzten beiden Dungeons gut hätten brauchen können. Aber dann holen wir es uns eben jetzt. Eine Münze, das ist gut. Dann bin ich nicht mehr so blank. Fühle mich nicht mehr so nackt. Denn was wir damals noch nicht hatten, ist das Zauberpulver, das ich natürlich da reinstreuen muss. Ein Vampir-Batman, scheiße. Kannst du sagen, ich hab's nicht sagen. Ja, seit einer hat dir was gefasst. Gefällt dir das? Nein! Ja, siehst du, ab jetzt wird dir noch halb so viel Magie abgezogen. Gut, ich freue mich, was? Dann, toi, 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 mach's gut. Danke, lieber Batman. Ich mag dich auch viel lieber als Superman. Sei denn, du wirst von bestimmten Schauspielern gespielt, die ich nicht mag. Ben Affleck. So, das war das Erste, was ich erledigen wollte. Jetzt will ich irgendwie hier in die Schattenwelt. Wo konnte ich mich denn hier in die Schattenwelt teleportieren? Ich glaube, oben am Waldrand ging das. Hier war irgendwo ein Waldeingang, wo ich mich teleportieren konnte. War der hier? Nee, hier war das nicht. Wo war das? Komm mit, du aus! Na gut. Weiter links muss das gewesen sein. Eine Münze, eine Münze, eine Münze, eine Münze, ein Rubin meine ich natürlich. Weiß nicht. Nicht die Hühner verprügeln, dann passiert was Schlimmes. Wisst ihr ja. Wenn man Hühner verprügelt, passieren gar schlimme Dinge. So, hier war, glaube ich, ein Teleporter. Ja, 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 ja. Gut gemacht. Noch eine Münze. Da ist er. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das jetzt noch hinkriegen, was ich vorhabe. Denn, ihr wisst, ich sprach von einer vierten Flasche, die es zu holen gibt. Die gibt es. Und ich weiß jetzt so ungefähr wie. Mal gucken, ob ich das noch hinbekomme. Au. Und zwar muss ich jetzt wieder genau dahin, wo ich gerade schon mal war. Nur eben in der Schattenwelt. So, hier. Ja, ihr werdet jetzt sagen, hier warst du doch immer schon. Aber hier gibt es jetzt etwas, nämlich das da. Das Schloss dieser Truhe ist von innen verschlossen. Hm. Sie ist ungeöffnet. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Nein, komm mit. Und zwar können wir mit dieser Truhe, das will ich jetzt mal suchen, ob ich das in der Lichtwelt kann. Ich glaube schon, weil da muss ich ja hin. Es gibt ja jemanden, der uns mal erzählt hat, dass er Schloss knacken kann. Und zwar sehr gut. Ich kann jetzt nicht rennen, weil sonst die Kiste stehen bleibt. Kisten können nicht rennen. Und ich glaube auch, sie kann nicht springen. Deswegen gehe ich jetzt den normalen Weg, ohne Abkürzung, ohne Risiko, zu demjenigen, der uns das einst erzählte. Hier wollen wir mal schauen, ob er hier etwas ausrichten kann. Stirb. Ein Herzchen. Stirb mal. Hopp, hopp. Also die ziehen mir jetzt auch definitiv nur noch ein Herzchen ab, diese Pisser hier. Weil sie nichts können. Gar nichts können sie. So, so viel zu erledigen noch. Dann war in der Schattenwelt in Kakariko ja noch etwas, was wir haben liegen lassen, nicht wahr? Könnt ihr euch erinnern? Wo ich sagte, das mache ich später. So, du weißt also, dass ich ein gesuchter Dieb bin, der Schlösser öffnet wie keiner. Na gut, dann öffne ich dir eben die Truhe, aber versprich mir, mich nicht zu verpfeifen. Ich versprich's. Und da ist unsere vierte Flasche. Yes! Yes! Yeah! Du bist gestorben, ne? Ich habe mich gerade gefreut und du bist gestorben. Das tut mir sehr leid, das war sehr pietätlos von mir. Eigentlich bin ich bescheuert. Ich hätte gleich hier bleiben können.
Ja, das tut mir sehr leid. Ich habe auch sehr geile Sachen. Die finde ich hier für meine Zuschauer und mich. Weil ich total super bin in diesem Spiel hier. Du scheinbar nicht so super bist in diesem Spiel da. Ich habe ein liebevolles Halt die Klappe bekommen als Antwort. Ist das nicht herzallerliebst? Ist sie nicht liebevoll und liebenswürdig? So, jetzt gehen wir in das Schattenkaka-Kaka-Kakariko. Und zwar nicht hier lang, sondern hier lang. Und da müssen wir gleich nochmal in die Wüste hier, in die Schattenwüste, also in die Dunkelwüste. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo ich da hin muss. Da müssen wir nochmal gucken. Ich weiß nicht, ob ich alle Herzteile finde. Ich versuche mal so viele zu finden, also zumindest noch so, dass wir noch einen Herzcontainer bekommen. Dann würden wir das Spiel, wie ich das sehe, mit 19 Herzcontainern immerhin abschließen. Ne? Willkommen, 30 Sekunden graben. Ja, ich grabe. Einfach nochmal probieren. Ja, was? Ja, ich grabe. In Ordnung. Hä? Achso, ich habe kein Geld. Leute, ich habe kein Geld. Warum sagt ihr mir das nicht? Nein, ist mir zu stressig. Ich habe doch kein Geld, Leute. Ich habe alles verbraten gerade, scheiße. Hallo Soldat. Wunderst du dich, dass ich jetzt hier bin? Bestimmt. Jetzt nicht mehr. Jetzt bist du nämlich tot. T-O-T. Aber es gibt noch andere tolle Sachen, die wir tun können. Nämlich, passt mal auf. Und zwar gehen wir jetzt. Stirb. Tschüss. Mr. Kackvogel hat mich abgeholt. So. Und zwar gehen wir jetzt hierhin, was ich eben schon versuchen wollte, bevor wir die letzten beiden Dungeons abgeschlossen hatten. Denn jetzt können wir uns hier was mega Tolles holen. Passt mal auf, ich werde es euch weisen. Geht mir aus dem Weg, ich will hier durch. Lassen Sie uns durch, wir sind Arzt. Stirb, Schwein. So. Den Hammer schon mal ausrüsten. Tschüss, blöder Zyklopenvogeltyp. Stirb. Bitte, bist du eine Kuh? Ich bin eine Kuh, darf ich jetzt nach Hause? Ja, okay. So. Und zwar zum Bombenshop wollen wir. Der sich, wie wir alle wissen, hier befand, findet, tut. Da. Und jetzt hat er. Die große Bombe. Für 30 Rubinen. Oh, super Bombe für 100 Rubine. Ich hasse das, ich hasse es. Gut, gehen wir Geld farmen. Haben wir ja schon mal gemacht in diesem Spiel. Da haben wir doch schon eine Münze. Ich ärgere mich jetzt so, dass ich diesen 300 Doppel-Rubin-Typ schon so früh einkassiert habe. Wie war das? Die geben Münzen, wenn man die vor dem Töten stunt, ne? Aber immer nur eine. Ich muss das jetzt aber machen, Leute. Das tut mir leid. Das duldet keinen Aufschub. Ihr werdet verstehen, wenn ihr seht, was ich bekomme dort. Eine Bombe? Du Arsch. Ich hasse dich. Und wie? Fehlen ja nur noch 86. Okay, Leute, ihr wisst Bescheid, ich mache das offscreen. Das müsst ihr jetzt nicht mit angucken. Wir sehen uns gleich. Meine Fresse, Leute, zocken ist harte Arbeit. Vielen Dank, leg diese Bombe wo immer du willst. A-Knopf drücken, nur nicht bei mir. Das heißt, wir dürfen jetzt natürlich auch wieder nicht rennen, denn diese Bombe wird sonst liegen bleiben und 100 Goldmünzen, Rubine werden einfach so frisch, fromm, fröhlich, frei vor sich hin explodieren. Und das müssen wir um alles auf der Welt vermeiden, denn wir werden sie gleich für etwas wahnsinnig Geiles brauchen. Geh weg und lass meine Bombe in Ruhe. Sonst muss ich dich töten. Ich werde dich sowieso töten, aber wenn du meiner Bombe... Dummes Stück Schwein. So, jetzt müssen wir hier rüber. Und gehen zur großen Pyramide. Auch das Loch, das wir jetzt sprengen werden, habe ich euch in seiner geschlossenen Form
bereits gezeigt. Denn es befindet sich genau dort. Und da wollen wir jetzt sprengen mit dieser Bombe. Und zwar so. Ja! 3, 2, 1. Rolls! Yes! Und nur, genau nur dafür war die da, die Bombe. Wunder, Wunder, wirf etwas hinein und Wunder werden geschehen. Ich werfe etwas. Natürlich werde ich als erstes... So viel Zeug. Mein Schwert werfen. Hallo? Es ist Big Mama Fee. Hast du das geworfen? Ja. Wenigstens bist du ehrlich, das mag ich. Dafür schenke ich dir etwas Besseres. Ist es wirklich... Es ist das bessere Schwert. Yes. Wir haben jetzt ein goldenes Schwert, das noch mal stärker ist. Hey, danke, Fee. Aber das war noch lange nicht alles. Bei diesem wundervollen Angebot bekommen Sie gratis noch einen weiteren Gegenstand dazu. Ich werfe etwas. Und zwar werfe ich meinen Bogen. Ja, du hast geworfen, ja. Du gefällst mir, mein Junge. Vor allem deine Ehrlichkeit. Das muss belohnt werden. Nimm diesen Silberpfeil. Du wirst die brauchen, um Ganon zu befriedigen. Ja. Wie ich aussehe? Ich weiß, früher war ich wirklich schön. Aber heute... Ganon hat mich verunstaltet, um meinen Willen zu brechen. Deshalb vernichte ihn. Geht klar, Big Mama Fee. Da, die Silberpfeile. Yeah. Geil. Das wird geil, Leute. Das wird so geil. Kannst du wissen. So, was wir jetzt in diesem Part auf jeden Fall noch. Du blöder Typ, du. So, ich muss kurz überlegen. Es müssten theoretisch, wie viele Herzteile habe ich im Moment? 2. Das heißt, insgesamt fehlen noch 6 Herzteile. Ich weiß von dem Buddelherzteil und ich weiß von einem Herzteil im nächsten Dungeon. Von den beiden weiß ich. Oder gibt es sonst noch irgendwo einen ganzen Container, von dem ich noch nichts weiß? Ich weiß es nicht. Was wir in diesem Part auf jeden Fall jetzt noch machen, ist ein paar Steine hochheben und gegen ein paar Bäume rennen. Und wenn wir das erledigt haben, gehen wir auf jeden Fall schon mal zum nächsten Dungeon. Den wir dann bei der nächsten Session... Ich bin im Gebüsch gelandet, nicht wahr? Bei der nächsten Session werden wir den dann begehen. So. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie ich da hinkomme. Deswegen gehen wir erstmal auf den Berg hoch. Ich glaube, das muss ich hier in der Welt machen. Tschüss. Da wollen wir hin. So. Ich habe Tränke, ich habe eine Fee. Ich habe 2 Feen. Ich habe zwischendurch eine gefangen. Nur falls ihr euch wundert, wo die zweite Fee herkommt, beim Geldsammeln habe ich eine gefangen. Weil ich so lieb und böse bin. GZ an meine liebe linke Seite, die gerade Mom besiegt hat, glaube ich. So, oh. So, wie war das noch? Wo war das noch? Und warum war das noch? War das hier? Schildkrötenfelsen. Wir müssen ja hier die olle Zelda noch befreien und retten. Wisst ihr so und so? Ich glaube hier oben und dann muss ich nach rechts. So ging das irgendwie. So, jetzt erstmal hier. Hallo ihr zwei komischen Vögels hier. Euch möchte ich nichts zu tun haben. So. Smooth. Ja, ich glaube, hier ging es lang. Machen wir uns auf den Weg zu unserem letzten regulären Dungeon, wo wir Prinzessin Rims retten werden. Prinzessin Zelda natürlich, nicht Prinzessin Rims. Guckt mal, ich one-hitte die. Ist es nicht schön? Oh, es ist so schön. Oh, so schön. Stirb jetzt. Bom. Eine Fee. Die könnte uns gerade nützlich sein. Seht ihr, da ist doch was, wo ich nicht hinkomme, ne? Das werden wir uns jetzt mal merken. Einfach mal... Ich glaube, hier waren wir schon im Let's Play, oder? Waren wir hier schon? I can't remember this shit. Geh doch in die... Grrr. Ein Schild fehlt uns ja noch, ne? Ein neuer. Es gibt noch einen neuen Schild. Ja, ja.
Waren wir hier schon? Wenn ja, wie viele? Ach, guck mal hier. Krafthandschuhhöhle. Ist da was Besonderes gibt? Wahrscheinlich viel Geld. Mal gucken. Hallo? Hallo, ist da jemand? Hallo? Hier ist Löchers und so zu Breitfalle tun. Das möchte ich nicht. Möchte ich in das große Loch hier unten fallen? Ich probiere das mal so. Wir haben ja Zeit, nicht wahr? Toll, ich bin wieder genau da, wo ich reingekommen bin. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Wo falle ich denn jetzt hier rein? Das ist ja voll der Reinfall, die Höhle. Oh, Feen. Euch, ihr seid hübsch und süß, aber ich brauche euch nicht. Verpisst euch. Feenspacken. Ja. Scheiße. So. Ich will jetzt wissen, wo es da lang geht. Und wenn es zu scheiße geht, es ist mir egal. Ich will wissen, was es dort gibt. Und ob wir dort schon waren. Ich kann mich nämlich nicht entsinnen. Da ziehe ich lieber von hinnen. Und vielleicht auch von dannen. So. Bam, bam. Sind jetzt wieder Münzen hier drin? Ne. Hätte ich ja hier eben meine 100 Münzen farmen können. Guck mal, jetzt oben das Pfeilsymbol. Sieht jetzt auch sehr, sehr schön aus, ne? Jetzt renne ich mal nicht hier runter, sondern gehe gesittet wie ein normaler Mensch. Versteht ihr? Boop. Hier geht's lang. Und dann geht's hier lang. Und hier bin ich reingegangen. Das ist mit Abstand die geilste Höhle, in der ich jemals gewesen bin. Ja, muss ich sagen. Kann ich jetzt auch nicht sagen, es wäre nicht so, das wäre gelogen. So, hier rein. Alles einfach mal, da oben ist etwas, aber das sieht aus wie ein Ausgang. Und das sieht aus wie ein Eingang. Ein paar Bomben haben wir ja noch. Ein Händler. Ich brauche jetzt das Stroh nicht mehr, denn ich bin jetzt Holzwurmhändler. Brauch nichts von dir. Verpiss dich. Wie komme ich denn da drüben rein? Da so, seht ihr? Da komme ich ja... komme ich ja nicht rein. Egal. Dann gehen wir zum Palast hoch. Warum habe ich jetzt eine Bombe gelegt? Kann mir das irgendjemand beantworten? Au. So. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. So, wir waren hier oben. Genau, hier sind wir reingekommen. So, dann sind wir jetzt wieder genau auf dem Punkt, wo wir... Ich hasse dich. Ein Zwacken. Danke, nehme ich gerne an. Ich habe gerade eher ein wenig Münzknappheit. Und Rams. Und wieder eine Fee. Sehr schön. Eckma. Da ist ein Herzteil. Seht ihr das? Da müssen wir gleich unbedingt gucken, wie wir dort rankommen. Dann kriegen wir nämlich in dem... Ah ja, guck mal, hier sind wir richtig. Dann kriegen wir nämlich hier in dem Dungeon den 19. Herzdingens voll. Ohne, dass wir das Buddelspiel machen müssen. Vielleicht können wir uns das dann einfach sparen oder ich mache das in einem Bonuspart nochmal. Das war die falsche Reihenfolge, ne? Das sagt mir zumindest das Geräusch. Welchen habe ich denn jetzt zuerst gehauen? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, dass das Geräusche macht. Scheiße. Ich weiß halt echt nicht mehr. Wir hauen mal oben zuerst drauf. Falsch. Resetten. Rosetten. Da haben wir aber auch keinen Hinweis bekommen, oder? Also oben als erstes ist falsch. Ey. Blödes Vieh. Machen wir mal rechts zuerst. Ja! Also, rechts, oben, links ist die Reihenfolge. Merkt es euch gut. Rechts, oben, links. Ich hätte ja nicht durch Glück mal einfach hier das Richtige treffen können. Au. Das war knapp. Bom. Bom. Bom.
Ich glaube, in dem Bereich hier, das ist der siebte Dungeon, der Schildkrötenfels. Der ist sehr gefährlich und schildkrötig und felsig. Deswegen ist es ein sehr gefährlicher Schildkrötenfelsen. So. Hier drüben haben wir gesehen, war ein Herzteil, dort auf dieser Insel drauf. Die Frage ist, wie kommen wir auf diese Insel drauf und was ist in diesem Loch hier drin? Das sieht nach einem... Ich mach mal nichts kaputt von... Oder ich heb mal nichts auf von diesen Klötzchen. Weil das sieht hier echt so aus, als würde ich alle brauchen, um hin und her zu kommen. Das lobe ich mir. Ach, hier unten. So. Genau. Noch ein Fuffi. Hätte ich das vorher gewusst. Wäre ich viel schneller... Oh, das wollte ich eigentlich genau nicht machen. Huch! Ja, schick mich doch einfach wieder zurück zum Anfang. Das ist prinzipiell auch gar nicht so schlecht gerade, weil... Ups, das war scheiße. Die will ich aber auch noch aufmachen. Heben wir den eben noch kurz hoch. So. So, gibt's hier oben noch was? Oh! Ein Verarschegang. Das ist ja putzig. Wo geht der lang? Da nicht. Den kann ich... Irgendwie kann ich den sehen. Ich glaube, wenn ich Licht anschalte. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Ach, guck an. Ha! Ist das geil. Ich bin so klug. K-L-O-K. Ich bin so klug. K-L-O-K. Drei Wege stehen uns offen. Können wir die alle begehen? Den nicht. Den schon. Den auch. Gut. Hier ist Tante Fee. Heil mich mal. Entspann mich ein bisschen. Genau. Bist eine nette alte Fee. Vielen Dank. Swut. Swut. Und jetzt hier aufsprengen. Ich habe so eine leise Ahnung, wo ich hier rauskomme. Bei ein paar Feen. Mal kurz den Flaschenstatus gucken. Flaschenstatus gut. Dann auf Wiedersehen. Ich möchte gerne nicht die Flasche einsetzen. So. Ja, wir sind genau da rausgekommen, wo ich das wollte. Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Da ist mein Herzteil. Und das ist die Nummer 3. Sehr gut. Das heißt, es fehlen uns noch 5 Herzteile. 1, 2 weiß ich, wo sie sind. 3 weiß ich nicht, wo sie sind. Und genau hier gelandet. Es ist... Hier waren wir schon. An die Viecher erinnere ich mich. Die haben mich Nerven gekostet ohne Ende. Als ich noch klein war. Und keine Waffengewalt anwenden wollte oder konnte. Scheiß auf die Scheißfee. So. Und jetzt müssen wir natürlich noch etwas tun, um unseren Dungeon zu öffnen. Und zwar, seht ihr dort oben, ist das Medaillon, auf das ich mich stellen muss, was ich eben nicht getan habe, aus Gründen. Scheiße. Naja, gut, dann wissen wir ja jetzt, wie es geht. Und wir sind natürlich genau in einem Stein auf die andere Seite gekommen. Wer hätte das gedacht, da ja hier auf der Seite auch ein Stein liegt. Trottel. Und da ich es eben nicht richtig gesehen habe, bin ich genau auf einem Gegner gespawnt. Aber das macht nichts. Friss den Stein. Ach, dummes Stück Scheiße. So. Der Teleporter ist noch da. Und wir gehen jetzt hier drauf. Und setzen das Amulett des Wassers ein. Nein, der Erde. Fünfs! Verpiss dich, Schildkrötengesicht. Ah, Leute, und da ist der Dungeon offen. Jetzt mache ich ein kleines Päuschen. Und danke euch vielmalslich fürs Zuschauen.
und hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, wie ich den habe und sage bis dahin, macht's gut. Tschüssi.